feiern 3 Tage lang das, was uns verbindet. Sichere dir jetzt Tickets für die Polaris Convention 2023. Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf eurem Lieblingskanal für Modellbau-Content. Wir begleiten JP über die Modellbaumesse. Let's go. Schönen guten Tag, meine Damen. Wenn er einen Song über die Modellbaumesse macht, da gibt es doch so Landschaften, die man so bauen kann. Und dann könnte er den Song, die Line bringen, hier auf der Modellbaummesse, während ich einen Modellbaum esse. Und sich dann so eine kleine Plastiktanne in den Mund stecken. Fühle ich. Kannst du haben, JP. Und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Wir sind wieder im Messeeinsatz und heute auf einer ganz besonderen Messe, und zwar auf einer Messe, die wieder was mit meiner Jugend zu tun hat. Es ist nämlich die erste Messe, auf der ich in meinem Leben war, denn wir sind auf der Intermodellbau in Dortmund. Was erwartet uns? Zu Luft, zu Wasser, mit Aktionsflächen, alles rund um Züge mit Aktionsflächen, Karton, Modellbau, Autos, Militär. Digga, ich hab gedacht, dass Aktionsflächen hast du gerade aus Versehen getriggert irgendwie. Mein Gehirn kam gar nicht drauf klar, weil du ja gerade bei dir umgestellt hattest für den Hall. Ja. Und im nächsten Moment kommt das im Video und ich dachte mir, wie hat er das gemacht? Aktionsflächen. Mehr und mehr, genau, Funktionsmodelle, Dampfmodellbau, alles rund um Züge mit Dioramen und Klemmbausteine. Das Modell ist toll, aber Lego nicht. Fantastisch, oder? Super. Ja, ich freue mich. Also, wir werden natürlich auch Dampfmodellbau, hier Alter? Bedienen werden. Wir werden fantastische Gespräche haben, es wird unterhaltsam, es wird lustig, es wird schön. Das ist alles Eisenbahn-Keller-Dingsbums. Ja. Ich muss das Ding hier erstmal immer 5 Minuten hin und her bewegen. Ich kenne mich aus. Pass auf. Ich gehe aus. Bist du bereit? Ich bin bereit. Lachen oder böse gucken? Nein, bitte lachen. Wir lachen. Immer so freundlich, dann lachen. Wir lachen. Bitte sehr. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Ich befürchte, dass uns relativ viele Sheldon Coopers hier auch erwarten. Von der Klasse, aber ich muss das wie leise das auf der Messe ist. Ich war selbst lange, ich bin immer noch ein Sheldon Cooper. Und noch was muss ich sagen, ich gehe komisch, denn ich habe mich gerade vor der Halle so dermaßen. Digga, ich würde so dermaßen viele Modelle da kaufen, die ich nie zusammenbaue. Ja. Never. Ja. Aber ich will die alle haben. Ja. Ja, von, da gibt's schon also einiges. Gundams. Ich bin ja, da bin ich ja wirklich schlimm, ne? Gundams, Panzer, Flugzeuge, alles. Helikopter, alles. Angriffshelikopter. Ich frage mich, gibt's da eigentlich eine Max? Gibt's da eine Tabletop-Ecke auch auf so einer Messe oder ist das so straight bestimmt getrennt? Wenn da Dioramen sind, gibt's das bestimmt auch. Ich habe mich hier auch, ich habe noch gefangen. Panzer, Gundam, so, Mac Warrior. So, ich habe mir den linken Fuß. Wie hat mein Fuß gemacht, Peter? So macht man das. So zeigt, so flext man mit seinen Sneakern, ohne mit seinen Sneakern zu flexen. Das merke ich mir. So hat mein Fuß gerade ganz kurz ausgesehen. Mein Fuß hat sich wirklich gerade einmal so um meine Wade gewickelt. Also so das Maximale, was seine Bänder aushalten. Ah, wirklich? Ich habe auch gedacht so, warum stehe ich so schräg? War wirklich schlimm. Sowas finde ich ja auch immer wieder. Ich liebe sowas. Also diese Messe wird wirklich, ist eine Herzensangelegenheit für mich. So Figuren und Lego, das ist ja genau meine Welt. Wir sind auch viel zu wenig Messen, Alter. Lego, wirklich. Das ist ein Ändern wir mal das, wir müssen mal das ganze Messeprogramm von Berlin machen wirklich wir mal durchgehen. Machen wir. Haben wir auch schon auf dem Schirm. Wir haben auch schon so die ein oder andere bei uns im Kalender stehen, die als Idee hinterlegt sind. Wir haben ja auch schon so die 1, 2, 3 Ideen. Aber ja, bin ich voll bei dir. Viel nischiger werden. Die weirderen. Machen wir. Auf jeden Fall. Wer von euch Stammkunden jetzt in Zukunft noch Lego kauft, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Denn ich finde Modellbau wirklich einfach toll. Guck mal hier. Lecco mio, ey. Obwohl ich sagen muss, das wäre mir zu langweilig. Lecco mio. Lecco. Halt Fläche bauen, ne? Ja. Nee, das ist nicht so geil. Das geht besser, wie da zum Beispiel. Alter, das ist einfach eine ganze Kirmes. Das sind Dioramen. So. Dio. Nee, was mir da einfällt ist. Okay. Los geht's, Leute. Weißt du, was wirklich süß war, der denn Junge? Das er hat gesehen, dass wir uns gefreut haben und er hat ganz stolz dann die Fernbedienung. Also wirklich scheiße. Mother sick. Also mittlerweile könnte ich aber auch hier mithalten. Es ist peinlich, aber es ist wirklich so. Bei mir zu Hause geht's schon ab. Ja, ich habe ein ganzes Zimmer voll. Echt? Yeah! Hier, Moped. Wie fett ist das jetzt denn? Oh, guck mal hier. Aha. Oha. Ja, da hat er ja was. Doch, ganz schön Drehzahl an hier oben, ne? Das ist schon ordentlich. Alter. Guck mal, die Kurbelwelle hier. Das ist aber echt geil gemacht, ne? Alter. Muss man ja sagen. Krass. Ah, das ist auch ein geiles Modell, ne? Muss ich ja sagen.
Ihr könnt mal drunter schreiben in die Kommentare, ob ihr nicht auch wollt, dass Alter. Wir sowas uns mal näher angucken, denn die Firma BMW, Winkel. Bayerische Motorenwerk, hat sich gemeldet und würde uns gern, glaube ich, so ein Motorrad mal zur Verfügung stellen. Nächste Tausender, ja? Ja. Sehr stark, ich bin die mal Probe gefahren. Auch die neue? Die allerneueste, ja. Die ist geisteskrank. Guck mal, bei Bremsleitungen haben sie gesagt, komm, da gehen wir aber mal die richtigen Wege hier, ne? Krass. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Gut, sehr gut. Was hat er denn? Auch gut, ich bin gerade umgeknickt, aber sonst geht's mir gut. Das freut mich. Darf ich mir ein Foto machen? Ja klar, hast du denn einen Tipp für mich, was ich mit meinem Fuß machen kann? Kühlen. Ich bin ganz aufgeregt. Das ist nicht schlimm. Komm, wir machen ein Foto. Geil. Viel Spaß. Kommt auf YouTube? Wenn du das möchtest. Ja, bitte. Freunde, wenn ihr einen YouTuber oder uns trefft auf einer Messe mit einem Menschen, der eine Kamera bedient, wir haben ein Mikrofon und reden mit euch vor der Kamera, dann braucht ihr die Frage, kommt das auf YouTube nicht stellen? Nur so ein Tipp. Guten Tag, wir sind nur wegen Ihnen hier. Boah, voilà, da oben ist meine Suppe. Das ist gut. Möchte die Aufkleber mitnehmen? Oh, hier ist noch ein Haar dran. Aufkleber, ja. Das sind aber das, ah ja, Alter, Super Mario. Der geht doch nicht so ins Mikro rein. Ja. Cringe. Magst du die gerne mitnehmen? Ich habe sie schon in der Hand, also ich würde sie jetzt einfach dann weiter in der Hand behalten. Klar. Okay. Darf ich denn meinem Freund Peter auch welche mitnehmen? Klar. Vielen Dank. Peter? Ja? Ich nehme noch einen. Ich möchte ganz kurz die junge Dame betreffend, die gefragt hat, ob ich sie irgendwie geblockiert habe oder so auf Instagram. Nee, habe ich nicht. Also ich habe hier gerade unseren Textverlauf und deine letzte Nachricht da. Ich war auch auf deinem Profil. Du bist weder blockiert noch irgendwas anderes. Also ich habe das nochmal gecheckt extra gerade für dich. Da ist nichts. Das ist dann technisch irgendwas bei Instagram gerade. Kommt immer mal wieder vor. Ja. Sehr gerne. Sind es immer dieselben Aufkleber? Ja, genau. Ist aber nicht sehr kreativ, oder? Das tut mir leid, ja. Da konnten wir leider designtechnisch nicht so viel dran machen. Aber ihr habt die auch selbst gemacht? Ja, natürlich. Hast du Super Mario erfunden? Ja. Oh, nein. Ach, nicht? Wäre gut. Ja, da bin ich reich. Bist du nicht sonst reich? Du bist reich an Schönheit. Oh, danke schön. Oh. Aua. So auch. Dankeschön. Ich wünsche viel Spaß. Ich bin vorhin umgeknickt. So, gute Besserung. Danke sehr. Was kann ich dagegen machen? Ich bin echt umgeknickt. Doll. Ah. Was hat er denn? Liegen? Warum finde ich denn das gerade so cringe-worthy, Alter? Andersrum? Okay. Wird nicht besser. Aber die Aufkleber tun gut. Aufs Gelenk kleben die Aufkleber. Wir können nicht, nimm mal das Mikro, man kann dich nicht hören. Ich meinte, du könntest vielleicht es auf dein Gelenk kleben. Einfach als Alternative. Okay. Ich kleb das hier unten schon mal hin. Mailen. Geh bitte weiter einfach. Weil der kann springen. Nein? Solche Momente machen mir Sorgen, dass das, was noch kommt, nicht so lustig war wie das, weil man das drin gelassen hat. Weißt du, ja, was ich meine? Ja. Bowser. Siehst 10-mal cooler aus. Sass. Vielleicht hat es nicht mit dem Gelenk geholfen, aber mit dem... Sieht schon besser an. Wir können auch zusammen tanzen, so. Ja. Machen einfach zusammen den Schritt und gucken, ob man den Gelenk... Warum? Ist das aus Versehen drin geblieben? Nur so. Ich sehe doch, du willst loslegen. Tanzt du nicht? Nee, nicht so. Ja. Aber du tanzt. Quatsch. Ehrlich nicht? Heutzutage tanzen die Damen doch. Boah, ich muss das skippen. Ich sterbe hier gerade in das meinem... Das hat er dreimal gebaut jetzt hier, das Einkaufszentrum. Boah, ging nicht mehr. Das habe ich hier auch, das. Da hinten auch, da ist der Friseur. Bowserpflaster hilft nicht. Oh, Bowserpflaster, gibt alles aus Bowserpflaster. Komm, wir gehen mal hier durch. Das ist zum Beispiel so ein ganz altes Bauset. Das ist so aus den 80er Jahren. Das ist jetzt wieder... Wie hieß das? Die habe ich alle gehabt. Die habe ich alle gehabt, Mann. Die danach kamen. Spaceship, Die rot-schwarzen, diese rot-schwarz-neon-grünen Dinger. Habe ich das auch war gehabt. Das war genau die Era. Beste. Holy fucking shit, Alter. Ja. Ey, wir sind auch beide gerade parallel völlig eskaliert. Ja, weil du sofort wiedererkennst einfach auch, ne? Auf den Markt gekommen. Kannst du quasi jetzt wieder kaufen, oder wie? Ja, genau. Ah. Weil früher waren die Lego-Steine auch viel, also gab viel weniger. Aber wenn ich das so sehe, sind echt viele Erinnerungen. Ist echt geil. Ja. Wow. Alter, das ist, wow. So, das ist so die Mädelsabteilung hier. Wie kommst du drauf? Ich weiß nicht. das ist hier, das müsste Blue Bricks sein, ne? Oder? Ihr 13. Das ist einfach, die Leute gehen da hin und stellen ihr gebautes Lego. Gibt es auch Messen für Puzzle, wo die Leute einfach so einen Tisch haben und zeigen, guck mal, hier habe ich ein 1000er-Puzzle fertig gemacht? Digga, Puzzle kannst du aber nicht selber. Das, was du da siehst, ist ohne Anleitung zusammen konzipiert. Ja, darum geht es ja bei den Lego-Dioramen. Das sind ohne Anleitung zusammengebaute Sachen.
Okay. Denjenigen, also das gebaut. Die kommt aus Dortmund? Du weißt doch, dass so ultra viele Leute so Sets selber einreichen. Das kannst du ja bei Lego machen. Das sind solche Leute, die sowas bauen, so von sich aus. Kleine 13-jährige Architekten. Toll. Ich wundere, das heißt, er ist in der Schule und kommt dann gleich. Toll. Dann grüßen Sie ihn, lieb. Ja, bitte. Wo hast du dein Auto gelassen? Mein Auto? Ja, den weißen. Oh, ein lustiger. Ah, den habe ich verkauft. Woran? An wen? An das Autocenter Meschede. Und das hat, die haben es auch schon wieder weiterverkauft. Schade. Wolltest du ihn haben? Ja, leider. Das ist zu spät. Dankeschön. Gerne, ciao. Was mache ich mit den Aufklebern jetzt hier? Können wir ja weiter verschenken. Warum? Ja, das finde ich zum Beispiel echt ziemlich frech von Lego. Das sind diese kleinen Sets von so Gebäuden, ne, wie man ja sehen kann. Ja, das Weiße Haus zum Beispiel. Das ist zum Beispiel eines der wichtigsten oder der schönsten Architekturgebäude überhaupt. Das heißt Waterfalls, das ist die lange Mauer. Also es gibt sehr, sehr viele tolle Dinger. Aber so ein Set kostet richtig viereckig. Ja? Richtig also, viereckig, ja. Hallo, guten Tag. Ich habe ein Geschenk für Sie, das ist ein Aufkleber. Bitte sehr. Ja, weiter verschenken. Ach, guck mal, hier gibt's Mauern. Durfte man auch nur wegen dem GTA-Meme drin lassen. Faszinierend. Ja. Damit kann man. Ne? Ja, Straßen. Ah. Warte mal ganz kurz. Was ist denn mit Carsten los? Willst du was Süßes? Ja, ne? Hallo. Gibt's eine Mindestmenge, was man hier kaufen kann? Nein? Nein, kannst du viel nehmen, wie du willst. Was willst du haben? So ein Delfin. Ein? Ein Delfin. Okay, wir brauchen eine Tüte. Welche Farbe? Er nimmt blauen. Den blauen. Digga, da liegt 10 Kilo Schlümpfe und er nimmt den Delfin? Oh, Alter, weil er weiß. Weil er weiß, Digga, dass er sich die Schlümpfe 3 Stunden lang aus den Zähnen poolt. Aber das ist doch Teil der Erfahrung. Aber Digga, das ist doch nur Teil der Erfahrung, weil du die Unterrichtsstunde hinter dich bringen willst. Ja, das war. Das Rezept war doch immer Schlümpfe fressen in der Pause und den Rest der Unterrichtsstunde so da sitzen. Ja, ja, ja. Und hier. Naja, ohne Hände. Ja. Viel mit der Zunge arbeiten, ja, Digga. Ja, ja. Und Druck und Saugen. Schlümpfe, ich schwör dir, Schlümpfe essen und das mit der Zunge aus den Zähnen poolen, hat mich zu dem bei den Frauen beliebten Mann gemacht, der ich heute bin. Ich zeig dir den Schlumpf-Twister, Baby. Das ist direkt eingefallen. Okay, Power hier rein in die Bude. Und hier so ein paar Jelly Beans, ne? Ah, Jelly Beans? Ernsthaft? Für das kleine Ding? Du bist ja krass drauf. Deswegen warst du auch so locker. Ja, sicher. Danke. Bitte. Erfolg muss ich nicht mehr wünschen. Ah, oh, das haut rein heute. Heben hoch. Ja. Was hat er dafür bezahlt? 5 Euro! Ernsthaft jetzt? Aber es ist halt Messepreis. Messepreis, halt ja. Teuer. Er kann sich der Messepreis irgendwo hinschieben, aber 5 Euro? Ich dachte nur, du nimmst so ein kleines Stückchen. Meine Güte. Guten Tag. Hi. Hi. Kevin, können wir ein Foto machen? Ja. Ja. Willst du Pfirsich kaufen? Nee, ist noch nicht so. Ich muss ein bisschen zurückgewinnen hier, aber 5 Euro bezahlen. War schon bei uns am Lego-Stand, aber bist du so schnell wieder weg? So schön war ich, war rumflirten. Nee, nicht so Quatsch. Weiß ich nicht, muss das. Guten Tag. Ja, danke. Ich liebe sowas. Oh, hier riecht's gut. Was ist denn? Also, hab 5 Euro bezahlt für die kleine Tüte hier. Sehr teuer. Hallo. So, Digga, echter Leckobärt. Er hat sich diese gezuckerten Pfirsiche geholt. Digga, die Auswahl ist halt einfach lost. Sorry, JP. Ich mag dich doll gern, aber. Digga, die Pfirsiche? Nee. Willst du auch einen Pfirsich? Nee, danke. Ich bin selber süß. Davon isst du einen und dann hast du die Schnauze voll davon. Das ist kein, das muss man noch bauen, ne? Ja, du denkst erst mal so, boah, die riecht geil. Doch, ja, komm, haust dir den einen rein. Ich so, nee, ist nicht geil. Ist wie mit sauren Ringen, weißt du? Saure Ringe sind geil, sind geiler meinst als du die Pfirsiche. Apfelringe? Ja, meine ich ja, entschuldige. Ja, aber sorry, Apfelringe sind mega. Ja, nee, weiß ich nicht. Bin dann doch schon eher Team-Cola-Flasche, du. Also du kannst ja wirklich mal nach Hause gehen. Also das wahre, sorry, aber der wahre Genuss, Haribo, saure Pommes, wo die Packung schon so 2,5 Wochen offen ist. Ja, wenn die steinhart sind, beste, da sind wir uns einig. Aber was saure Süßigkeiten angeht, Freunde, da gibt es nur eins, Pasta Fritta. Pasta Fritta ist das Beste, was saure Sachen angeht, Mann.
Wirklich, mit Abstand. Und dann auch diese Special Edition, die es da mal eine ganze Weile gab. Diese Deutschland-Pasta-Flagger-Dinger, die waren geil, Alter. Das Beste sind diese Pasta-Flagger, nicht Pasta-Fritter. Diese schlimmen, einzeln eingepackten, diese länglichen von Mao Am oder was das ist. Ja, ey, komm, Cowbonbons sind raus aus der Wertung. Das ist, Cowbonbons ist auch keine Süßigkeit. Cowbonbons ist einfach Balsam für die Seele. Das ist einfach so. Da ist auch alles besser auch als alles. Also so Fritz, Grapefruit. Die Holländer? Nein, wir sind Schwabe und ich bemühe mich gerade echt, dass man mich hier versteht. Ja. Verstehe dich gut. Kannst du mal eben zeigen, was man bauen kann noch von den Sachen? Leck mich am Arsch. Ey Flo, wir wollen noch, schon seit Ewigkeiten, wollen wir doch mal so eine Tierlist machen. Ja. Wollen wir genau über dieses Thema mal eine Tierlist machen? Cowbonbons? Ja. Nee, nicht Cowbonbons. Ja, also so Süßigkeiten, so Gummibärchen, solche kaubare Sachen. Süßigkeiten, die nicht Kaugummis sind. Genau. Gummisüßigkeiten. Ja, wobei kaubare Süßigkeiten, muss man da Stork Riesen auch reinnehmen? Ja, ist alles. Kaubare Süßigkeiten. Das macht halt keinen Sinn. Das machen wir doch. Doch. Kaubare Süßigkeiten. Ja. Die Tierlist aus 1000 Sachen. Ja. Ja, doch. Okay. Platz 1, weißes Twix, kämpfe ich bis zum Tod. Also, das ist für mich nicht kaubar. Wie isst du die? Ja, stimmt, da ist das Kaubonbon eigentlich ja doch mal. 690 Euro. Wie viel Newton Kraft hat die so? Da bin ich jetzt überfragt. Lutschen. 690 Euro? Ich lutsch schon wieder drauf haben. Da hat der Chef, kennt sich da besser aus. Weißt du was? Wie viel Kraft du da hast? Ja. Gut, da arbeitest du mit dem Bagger so mit 30, 35 Bar ungefähr. Also da geht schon einiges. Ja. Aber direkt die Kraft jetzt vorne, so am Schneidzahn, gibt es nicht wirklich eine Angabe. Okay, aber dann zeig mir mal, was wäre denn hier noch so, wo man wirklich eine Kiste bekommt mit Teilen, weil... Wenn du wirklich was bauen willst, du kannst hier oben die Raupe zum Beispiel bauen, komplett. Du kannst hier einen Unimog bauen. Was kostet sowas? So als Bausatz bist du bei... Willst Unimog bauen? 1000 Euro. Oh. Du kannst bauen. Was? 1000 Euro? Der kostet 6000? Der kostet 6000, ja. Was kostet der bitte? Wie, der ist schon zusammengebaut und der kostet 6.000. Dafür kann ich mir einen echten kaufen. Genau. Wollte ich gerade sagen, was ich damit? Dafür kriege ich einen echten kleinen Bagger für meinen Garten. Die sowas kaufen, kann ich auch so. Zwei? Ich gucke jetzt, was ein Bagger kostet, spielen? Alter. Aber man kaufen den spielen, Bagger, nur um den Typen sagen, da abzufacken. Ja. Naja. Bagger kaufen. Schatz, wieder arbeiten, ne? Ich bin da mal hoch dran, du. Ich hab 5 Euro bezahlt für die Sicherheit. Das ist echt krass. Guck mal rein. Ich war noch günstiger. Olli, wir haben ein Problem. Was denn? Ich glaube, ich will einen Bagger. Was kostet so einer? Na, so einer nicht. Aber nein, ich meine so ein richtiger kleiner Bagger. Ja. Ich wollte auch schon mal einen haben. Hier, in schwarz. Sieht richtig geil aus. Mit Flammen? Nee, aber können wir drauf machen. Oh, 7000. Hä? Ein Taui mehr. Hä? Da sind wir dabei. Ja. Was ein schöner. Welche Marke? Hier, schwarzer Welche Marke? Lack. Marke? Mini-Bagger, 1200 Kilogramm. Shore. Okay. Sagt mir nichts. Sub-Goal. Im Wald auf jeden Fall. Ich war gestern in der Stadt und hab Praline gekauft. Das waren weniger und das hat mehr gekostet. Musst du was gut machen? Für meinen Magen. Ach, du hast Praline für dich selbst geholt? Ja, selbstverständlich. So bist du drauf. Ich, ja. Oh, nicht schlecht, Digga. Kerzen angemacht? Beim Essen? Ja. Badewanne? Wein? Ich hab glaube ein Bier dazu getrunken, ja. Du hast Praline und Bier getrunken? Ja. Du bist ein krasser Typ. Ja, auf jeden Fall. Also warte mal, du hast einen Stand auf der Modellbaumesse, verkaufst Bagger, womit Leute behaupten, dass sie arbeiten statt spielen, gehst in die Stadt, kaufst die Praline und trinkst dann isst die Praline mit einem Bier? Geschmäcker sind verschieden, oder? Offensichtlich. Wie heißt die Firma? FM Electrics. Ihr seid aus... Wir sind aus dem Schwabenland, in der Nähe von... More like FML Electrics. Stuttgart. Normalerweise auf Automessen ist es nicht so, ne? Ich würde gerne eine Karte auch mitnehmen. Ja. Ich habe schon 3 Karten. Ja. Und auf Automessen nehme ich nicht eine Karte. Ja. Hast du eine? Kennst ja alles dort, oder? Ist wahrscheinlich wirklich der Grund. Ja. Ich finde das auch geil gerade. FM Electrics. Ja. Danke sehr. Tschüss. Ciao, bis dann. Pralinen, ne? Ja. Ich glaube, ich mache das nie mehr. Und wenn, behalt's für dich. Okay. Ich habe gerade gelernt, man sagt arbeiten statt spielen. Ja, das ist Männer arbeiten mit Spielzeug sagt man eigentlich nicht. Nein, das sagen die Frauen immer. Was kostet so ein Modell ungefähr? 5, 6, 7.000 Euro. What the fuck? Wieso denn? Dann kauf dir doch einen Bagger. Ja, da hinten. Alles in der gleichen Farbe. Der liegt da hinten? Wer ist das denn da hinten? Nein, das ist ein Kawasaki. Gab's das?
Aber wo soll ich den Bagger hinstellen? Es gibt so Mietgaragen in Berlin, da passen die rein. Die Kosten, gebe ich zu, muss man einrechnen. Die kosten so roundabout 200 Tacken im Monat. Die stehen dann in so Ostberliner Gebieten wie so Biesdorf und sowas alles. Ja, fair enough. Aber kauf dir halt einen Bagger und kauf dir nicht ein Modell für 7.000. Digga, für 7.000 Euro? Kannst, weißt du, wie oft du da einem Bauarbeiter einen Fuffi zustecken kannst, dass du mal baggern darfst? Das reicht für ein Leben. Jeden Tag. Das reicht für ein Leben. Ja. 7.000. Das ist 20 Mal fast, das ist 16 Mal mein erstes Auto. Was? Ja, gibt's. Ein Original. Aber man merkt auch, das ist jetzt ernst für ihn, ne? Ja. Du musst dich konzentrieren, Euro, wenn ey. Spielst. Ich will nicht beim Arbeiten stören, ne? Viel Spaß. Völlig baff gerade. Das ist ein Ausmaß, das ich nicht erwartet habe. Ganz ehrlich, halt, stopp. Ich, ja, da nicht, dass das einer falsch versteht. Ich möchte niemandem sein Hobby madig machen. Ich weiß, Hobby ist ja per Definition maximaler Einsatz von Geld bei minimalem Outcome. Ist ja kein Investment, ist ein Hobby. Verstehe ich komplett. Let's fets. Ich reagiere eher so, weil mich die Preise schockieren. Die wirklich, die Preise schockieren mich. Ja. Die bin ich nämlich schon mal gefahren. Weißt du, was das Ding aber ist? Diese RTR-Modelle, ne? Da kannst du mich mit jagen. Ja. Diese fertigen Dinger, wo du den Karton aufmachst und das fertig ist. Also ich brauche es nicht. Muss ich sagen, ich auch nicht, weil wo ist der Reiz? So, ja. Das steht da. Und bringt nichts. Weil ich finde, die Dinger sind da. Wie lange folgt der? Das ist der Spaß und dann bist du stolz. Ja, 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 ist wirklich so. Also das durch die Gegend fahren und sowas? Spielen, das bringt ja so nichts. Ja, ja. Für mich. Hast du Hunger? Oh, das aber nicht. Dankeschön. Bitte sehr. Vielen Dank. Noch was? Nee, danke. War billig. Nee, alles gut. Nee, war teuer. Viel Spaß. Haben wir so ein Jelly Bean hier? Was? Der Flammkuchen kostet 10 Euro. Ich kann Burger essen. Ja. War gut? Mhm, war richtig gut. Das freut mich. Okay. Guten Tag. Oh Gott. Danke sehr. Okay, also könnt ihr mal hier zusammenfügen. Modellbau und Burger ist... Passt. Das ist schon aber auch eine Cringe-Messe, ne? Puh. Passt. Oh, was geht denn hier ab? Ja, 7.000 Euro sind für dich 5.096 Euro, aber ich glaube mit... 20 Monate Miete? Schrieb gerade jemand im Chat. Anna Yara, wohnst du zu Hause und bezahlst Kostgeld? Wild. Wie kommst du nur auf 28 Monate Miete bei 7.000 Euro? Hühnerstall, ja. Fernbedienung. Aber jetzt mal ohne Spaß, ne? Für 5.096 Euro kaufst du aber auch ein Motorrad. Das kannst du auseinanderbauen, auch zusammenbauen. Und jetzt sage ich dir ein Geheimnis. Damit fährt es sich nicht gut. Ist schon eine Welt für sich. Guck mal, er hier über meine Schulter. So in 20, 30 Jahren? Ja. Digga, sitze ich hier auch. Schwöre ich dir. Auch rein. Mein Fuß wird dick. Oh nein. Sollen wir erst Sani suchen für dich? Medipack, ne? Ja, so ein Medipack. Guck mal, was Bowser sagt. Und? Naja, er sagt, geht. Geht? Okay. Naja. Aber, oh. Wow. Aber das kenne ich. Da wollte ich das Kind immer mitmachen in dem Club. Okay, jetzt geht's ab. Was? Aber die Messe ist schon ein bisschen trostlos auch, oder? Ist das so ein Drifting-Kram? Das ist aber geil. Ich kenne jemanden, der sowas macht. Ding. Ja, die sind unfassbar schnell. Kennst du diese Labyrinth-Dinger? Diese, boah, das ist auch so ein krasses Ding. Diese sind so kleine, unfassbar schnelle Roboter. Die werden in ein Labyrinth reingesetzt und die sind dann programmiert, den Weg zu finden. Den Weg rauszufinden und das geht. Minimize, genau, Micromouse. Genau, Micromouse war das gewesen. Micromouse. Micromouse? Krass. Was denn jetzt? Wir haben drei Sachen: Micromouse, Minimize und Micromouse. Wahrscheinlich. Digga, das ist insane. Das musst du mal sehen, wie schnell das ist. Das geht nicht schneller. Das ist so krass. Ja! Boah. Voll die Kerze mitgenommen hier. Wie schnell. Aber die Eins ist echt gut dabei, ne? Glaubst du, es gibt irgendwas, wo wir selber was ausprobieren können? Wow. Alter, was ist das denn? Oha. Ich glaube, ich nehme. Die Bismarck ist größer. Die Kanonen sehen halt klein aus. Zerstörer, Maßstab 1 zu 35.
So legen, legen. 1 zu 35, damit kannst du schon fast in den Krieg. 35 Stück davon hintereinander und dann ist das Ding so groß wie das echte. Ja. Krass. Ist leer? Nee. Willst du noch haben? Ja. Nee. Und Peter, schmeckt? Peter, hast du Spaß? Ja. Hast du Spaß? Mhm. Okay. Hast du noch viel? Suchen wir die Drohnen? Wir suchen die Drohnen jetzt. Okay. Aber mehr schaffe ich jetzt nicht, das ist mir zu viel. Okay, dann schmeiß sie weg, ja? Wir Fast and the Furious. Oh, krass. Krass, ne? Das sind, glaube ich, wieder als ein Diorama. Ja, wie man uns das Video empfohlen hat vorhin. Diorama. Go to hell! Naja, geht so. Bild bei Sascha Müller. Geht so. Aus dem Motorrad zum alleine nebenbei gucken. GT86. Kannst du das erkennen? Das müsste sein, mit der Ansaugung, ein 1JZ. Boah, das Ding ist schon irgendwie witzig, finde ich. Ja, mit den ganzen Leuten da auch so. Ich kann ja auf jeden Fall sagen, ja auch, sie sollen ja auch mehr Sachen zeigen. Ich sag dir auf jeden Fall, das muss ich ganz kurz sagen, Vin Diesel steht hinten und sagt Family. Family. Family is the most important. So, das. Nee, ist falsch rum. Das, you better hide das your ist biggest ein Subaru-Boxermotor, aber der falsch rum ist. Oh. Ja. Der wird ihn noch drehen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ist vielleicht ein Easter Egg gewesen. Wo? Hat man das zensiert? Ich glaube nicht. Ja. Wow, ist aber echt krass, ne? Dass er den Motor auch immer noch mal so einzeln hat, ne? Wow. Aber sowas würde ich mir auch hinstellen. Ja, ich auch. Ja. Das ist doch was hier. Das ist was für ein Kubik. Ups. Was ist das? Das ist Kubik. Das ist Kubik. Hallo. Hi. Okay, das ist für alle, die dachten, dass die von Schleich die Dinger schon teuer sind. Ich glaube, das hier ist, da gibt es noch eine ganz andere Welt. So. Ja. Hallo. Ja, ich freue mich auch sehr. Ah, Sascha Müller? Ich bin Sascha Müller, genau. Ah, geil. Sie haben die Sachen gebaut. Der Subaru-Motor ist mir gerade aufgefallen in dem GT86, der ist schräg. Ja, ein bisschen schräg, da passt er nicht so richtig. Nee, rein. Aber geil. Nee, aber darf ich mal was fragen? Wie lange brauchen Sie für so? Ich komm mal eben rum einmal. So ein Diorama? Ja. Diorama, genau. Machst du ab 1 zu 24? Genau, und ich sag mal, das komplette Diorama ist dann Eigenbau. Wird dann aus Hartschaumplatten, sind dann die Steine graviert und solche Sachen dann aus Kunststoffprofilen. Und die Autos sind dann dementsprechend umgebaut aus den normalen Bausätzen mit Umrüstteilen und dann halt angepasst. Bro, der baut dir ein paar sicke Gegenden. Fiktive Sache, hat jetzt nicht direkt was mit dem Film zu tun, ist halt eine eigene Geschichte. Das finde ich ja auch gerade gut. Mal geil. Das ist geil. Wie lange, ich frag jeder, aber wie lange dauert sowas? Sehr schwierig. Ich sag mal, bei den Autos, bei den Umbauten, sag mal, hast du so 40, 50 Stunden. Dann hast du die Figuren, die musst du natürlich anmalen, da bist du nochmal 20 Stunden dran, sag ich. Und für das Boah. Gebäude bist du voll. Ja, aber das ist ja nah an Tabletop. Das ist, vor allem, das ist schon. Also, Weltenbau. Hinter dir. Ja, habe ich schon gehört von. Grüße, schönes Kleid. Schönes Kleid, sagt Flo, liebe Grüße. Oh, Entschuldigung, hi. Ich will gar nicht wissen, was sowas im Verkauf kostet. Wieso, Entschuldigung, warum nicht einfach ein Danke? Bei 80, 90 Stunden bist du da schon dran, also das dauert. Und wie viel Geld fließt denn da so rein? Also rein im Material, sage ich mal, bist du so ein Tausender, würde ich sagen. Boah, 1000? Ja. Du hast ja letztendlich die Basis Grundbausätze und hast dann die Umbausätze dabei, dann bist du pro Auto mit Lackiererei und allem und die Felgen bist du dann so, bei 200, 250 Euro pro Auto. Wenn du die Figuren kaufst, die liegen ein Stück ungefähr bei 18 Euro und so summiert sich das dann halt. Ne? Wow. Da steht ja wirklich einfach Dominic Toretto. 1000 Euro! Da stand doch Hahn! Ja! Hast du gesehen? Ja. Da stand Hahn! Keine 100 Euro. Nein, also das ist schon Geld, was drinsteckt. Ich hab gar nicht so viel vollgenommen, du bist gerade eben. Oh, da unten ein sehr schönes Auto. Der Marlboro? Ja. Das ist geil! Ach, guck mal, hier sind die Panzer geschnitten. Kann man da rein? Ich hab gehört, war das. Welche Zigarettenmarke wurde jetzt eingestampft? Weiß ich nicht. War das Marlboro? Weiß ich nicht. Ich glaube, Marlboro wurde eingestampft, oder? Echt? Welche waren das? Doch, Marlboro. Ja, Marlboro wurde gerade eingestampft. Ja, tatsächlich, ja. Guck. Gib es nicht mehr. Wie? Ist vorbei. Meine Marlboro Gold? Marlboro gibt's nicht mehr jetzt. Wird Hallo? Nicht mehr hergestellt. Guck mal hier, der Film. Verkaufen nur noch E-Zigaretten wohl. Ja. Ja. Ja, gut, dann kann hier, das meine ich, da wollte ich mal mitmachen. Deutscher Mini-Car-Club. Das gibt's jetzt. Schon... Dann immer. Ist auch egal jetzt.
Sieht doch so aus, das Logo. Danke. Ja, das stimmt. Danke, Marlboro. Hier sind die Driftcars. Jo. Aber der lässt uns doch bestimmt mal fahren, oder? Oh. Boah, das hätte ich gerne. Das würde ich auch gerne machen. Ach, das sind die Driftdinger. Das meinte ich. Das macht ein Kumpel von mir. Der baut so Driftkarren und der moddet die auch so. Das ist auch ein krasses Hobby, Alter. Eine schwere Kurve. Also in echt wäre die todesschwer. Aber guck mal, da ist die Aufgabe, dass man da dann an die Dose drankommt, ne? Ah, jo. Das würde ich auch sehr gerne. Guck mal, hier haben wir doch sogar eine GT. Ja, ach guck mal, da ist drin. Die Frage gerade kam, schlecht, ob ich eigentlich noch rauche. Wie viele Zigaretten rauche ich in der Woche, Olli? 3? Ich wollte 2 sagen. Ja. Also ja, ich habe es mir immer noch nicht, ich bin immer noch nicht weg, ganz weg so, aber ich rauche halt legit irgendwas zwischen 1 und 3 Zigaretten in der Woche. Ist völlig sinnlos, aber manche, ist so ein Geselligkeitsding, wenn wir Gäste haben oder so. Da wären Erinnerungen. Leider. Ja. Wann seid ihr eigentlich tatsächlich geflogen? Wir sind tatsächlich geflogen so im Februar rum. Ja. Ja. Die Videoreihe war genial. Danke sehr. Aber das ist echt. Ist cool, ne? Ein, zwei Sachen sind anders. Und zwar der Austritt, ne? Von dem APU, von dem Hilfstriebwerk, also von dem, was Hydraulik, Strom und alles produziert. Mhm. Der Kamin sieht so ein bisschen anders aus eigentlich. Seitlich der kleine. Ja. Ja, so ein bisschen anders. Aber geil. Aber auch geil, dass es eine GT ist, ne? Weil die gibt es ja eigentlich seltener. Revell hat relativ früh die GT als Modell gemacht, in 1:32. Und das ist das Fotomustermodell von Revell, was damals auch im Katalog drin war. Und das kann man dann kaufen oder das haben Sie gemacht? Den Bausatz kann man kaufen. Ja, aber das Modell auch dann? Ja, das habe ich letztes Jahr hat Revell so einen Ausverkauf gemacht. Da haben die alte Messenmodelle verkauft. Und nicht vergessen, ob ihr wirklich richtig steht. Seht, ihr wisst es nicht. Ich sah das Teil. Boah, geil. Okay, was kostet sowas? Weil das Grundmodell von Revell kostet jetzt nicht so viel. Nee. Grundmodell hat gelegen damals 39, 45 Euro irgendwas in dem Dreh. Und das hat einer aus Berlin für Revell gebaut. Da hatten die irgendwas um die 1200, 1300 Flocken dafür bezahlt. Gebaut. Das haben die mir bei Revell erzählt. Weil ich hatte da Interesse. Also aber das ist doch schon heavy. Das Grundmodell kostet ungefähr 40 Euro. Und dann kostet aber 1200 Euro. Das ist das gleiche wie unten mit dem Sascha mit den Autos. Ich sag mal, die machen Bausätze, da sitzt du 100 Stunden dran. Wahnsinn. Ja? Wahnsinn. Danke sehr. Bitte. Viel Spaß. Danke. Jetzt fragen wir mal hier lieb, ne? Ja. Hallo. Ich habe eine kleine Frage. Darf ich mal fahren? Ja, klar. Ehrlich? Ich dachte ganz kurz, dass Papa Platte. Oh, da freue ich mich. Ganz kurz. Hallo. Ganz kurz. Hi. Moment, dachte ich, wir hätten so Papa Platte bei seinem Hobby erwischt da. Okay. Hältst du? Luna, schön, dass du da bist, ey. Hallöchen. Ja, klar. Zeig mal, was du drauf hast. Das muss man können, ne? Eine schwierige ganz gedacht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wie geht das? Also, wie fahren die? Haben die einfach ausschließlich hinten Traktion und vorne? Also ich raff überhaupt nicht. Nee, macht ja gar keinen Sinn. Wie funktionieren die Dinger? Ah ja, okay. Ja, Gott, steuert. Aber ein bisschen sachter und dann kommt er rum. Olli weiß es auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich müsste fragen. Aber irgendwie ist es trotzdem cool. Ich dachte, das wäre jetzt. Mich hätte es überhaupt nicht schockiert, wenn das jetzt wieder so ein Nischenwissen gewesen wäre, was du einfach weißt. Aber der andere. Du bist immer jemand, der weiß dann sowas. Ich hätte jetzt gedacht, weiß ich nicht, dass der Untergrund irgendwie ganz speziell ist oder so, aber kein Plan. Hoppa. Das gibt Ärger. Warte mal, aber eigentlich ist klar, was wir machen müssen. Ich bin nicht so berühmt, dass es echt besser geht. Ja, wie konnten wir das denn verpassen, ey? Ja, weil es einfach so eine weirde Faszination ausübt. Dann erstmal, wenn echt schlechter als meins ist. Ich habe da gar kein Gefühl für gehabt. Du bist ja schon mal wenigstens. Du weißt ja, wie du um eine Kurve musst beim Autofahren, ne? Das hilft. 4x4 mit Ultra Slippy Reifen auf Teppich, schreibt jemand. Sauber, guck.
Automatik, ey. Wie schwer. Oh Gott, das arme Auto. Ach, guck mal, er rauf. Komm, jetzt machen wir Tandem, okay? Okay, ich fahr vor. Mach doch sowas nicht. Ready? Jetzt hier wie in dem schlimmen Tokyo Drift. Ja. Wirklich, Tokyo Drift den Berg runter. Oh no! I wonder if you know! Aber hier ist. Tokyo! Hier siehst du, warum. Also der Kumpel von mir, der das gerne macht, warum der das vor allem macht, nicht wegen des Fahrens, sondern guck mal, wie geil du diese Karren einfach tunen kannst. Ja, weißt du, wie geil ja, das aussieht, ne? Absolut, ja. Okay, weiter geht's. Das macht bestimmt Bock. Das Ding ist, ich will das jetzt unbedingt ausprobieren. Könnt ihr jetzt fahren? Hinterher. Ja, fast. Ah, mit 360, mit 360, pass auf. Ja. Oh, ja. Schade. Guck. Wow, 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 guck, 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 ja. Stark. Der kann das irgendwie, ne? JP, sehr gut. Guck. Nein, hat übersteuert. Jetzt nochmal, ich mache in einem Rutsch durch. Alles klar. Komm, JP, zeig, was du kannst. Ich führe das, das ist halt... Ja, aber ist auch sehr lang, die Szene wieder. Ja, aber ist schon cool. Das Video hat ein ganz komisches Erzähltempo. Ah, der davor war deutlich besser. Der davor war deutlich besser. Oh Gott. Scheiße, ey. Das Hupen ist auch zu laut. Okay. Das war eine Problem. Du warst wieder am Ende. Ja, aber ich hab den nicht da. Den hab ich ja. Wenn man zusammenschneiden würde, dann würde es, glaube ich, einmal gut aussehen. Okay, vielen Dank. Danke dir, ne? Viel Spaß. Ciao. Geil, wie jetzt. Oh, das ein macht harter Spaß. Schnitt das gewesen. Spaß, ne? Ja. Dann... Déjà-vu, und dann immer seine gelungenen Drifts zeigen, Schnitt auf ihn, wieder Drift zeigen, hätte man richtig geil schneiden können. Ja. Hätte man mega klar. Machen können. Viel Spaß, ciao. Ja, klar. Viel Spaß, ciao. Du kannst hier einen Flyer mitnehmen, dann kannst du bei uns zum Probefahren kommen. Wo seid ihr denn her? In Hamm. In Hamm? Ja, klar. Aus Hamm. Ja, dann nehme ich mal einen Flyer mit. Wir haben auch Leihchassis, also du brauchst kein Auto mit. Ich hab sogar, ich hab TD01, TT01D und so, ja, solche Dinge. Kriegen wir schon hin. Okay, cool, nehme ich mit, danke sehr. Ciao. Warum hat er sowas? Guck hier mal rüber, fährt er kurz einfach. Frage ich mich auch gerade. Ach, wild. Lol, what? Lol, what? Ach, guck mal, wer das ist. Ja, was? Also, wir haben ihn da, das führt auch weiter. Hey. Was, kennen die sich? Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch gut. Ja, schön. Das hat mir natürlich auch gefallen. Ja, das Gras, ich gehe vorbei, habe gar nicht gesehen, dass es Berlinski ist. Und dann sehe ich den Kiosho da. Ist das denn, bitte sag es nicht, der ist zum Selbstbauen, ne? Leider nein. Was ist denn da los? Wenn er zum Selbstbauen wäre, hättest du ihn doch schon. Richtig, kann ich ihn einmal trotzdem sehen? Lol, er ist, also, okay. Nein, kein Bär, 2,40. Wie lange kennen wir uns schon? Da warst du doch... Was ist das? Ich glaube, du warst da noch sehr jung. Ja, weil das ist nämlich mein Modellbaudealer. Ach Gott. Da warst du sehr jung. Ja, ist wirklich sehr jung. Von Anfang an war das immer technisch hochinteressant mit dir. Jetzt danke nimmt sehr. Das erst den freu mich Turn. Auch. Komm, lass mal reingucken. Ja, ach, das ist ja cool. Hat noch keiner aufgemacht. Ah, schwierig. Ja, aber ja, wir gucken mal, wie er vom Stand so ist. Oh. Hey, da guck mal rein. Nice. Ja. Car, Alter. Obwohl, hier müsste er so ein bisschen rein, ne? So. So. Schön, ne? Ich finde. Chef, höchstpersönlich? Ja, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Was ist das jetzt mit der Karre? Was ist das jetzt genau? Das ist ein ziemlich nicer Nissan. Ja, das ist klar, was das ist, Marke etc. Aber was macht man damit? Ist das ein Sammelauto? Ein RC-Car. Und ich kann das selber bemalen? Oder das ist ein RC-Car. Ja. Morgen. Ey, keine Frage. Modellbaubranche eher auf dem aufsteigenden Ast oder auf dem absteigenden Ast? Auf dem aufsteigenden Ast. Ja, ne? Ja, wir sind nicht unzufrieden, keine Frage. Das glaube ich. Ja, genau. Bitteschön. Okay. Aber warum? Jetzt mal wirklich, warum? Wirkt aber jetzt nicht so hochwertig, das Ding, oder? Muss sein, damit er ein paar Crashes und so auch einstecken kann. Also du musst an dem Ding ein bisschen was machen. Warum aufgebaut? Aber an und für sich, die Schale... Das gibt's doch nicht! Eine Spezies stirbt aus. Also, ich will jetzt nicht... Ich verstehe es nicht, Lego bauen, das kaufen die Leute sich auch als aber Bausatz. Zum Beispiel. Und ich sag mal so, die Marke funktioniert. Ja,
Das Problem ist, ich glaube heute, das was den Nachwuchs anbetrifft, die sind technisch, glaube ich, etwas überfordert mit sowas zusammenbauen. Meinst du? Ach wirklich, das wäre ja schade. Die Generation ist ja eigentlich da noch so mit... Ich glaube, das hat mit der Jugend nichts zu tun. Ich glaube, heute sind die Menschen einfach so, die kaufen sich so ein Ding und wollen, dass es funktioniert, aber... Ist doch Quatsch, ich kaufe doch sowas und Bilder da noch basteln, oder? Mopedschrauben groß geworden, Fahrrad. Das gibt es aber immer noch. Weiß, wie viel Prozent würdest du sagen, sind denn noch Selbstbausätze? 20, 25. Du siehst ja, ne, bei den Dingern geht es halt viel um eben die Technik dahinter. Das Zeug hier ist halt alles. Das Billo, ja, ja, klar. Super. Aber der sieht hochwertig aus, das Ding, was da steht. Ich finde, deiner sieht legit aus. Und das Ding, was ja da stand, sah aber wirklich nach ganz schlimmem Plastik aus, du. Das stimmt schon. Das kann ich jetzt von dem Video aus nicht beurteilen. Der hier ist nochmal ein Ticken anders. Was du halt mit dem Traxmax machst, mit dem zimmerst du ja wirklich einfach mit 60, 70 Sachen durch die Walachei. Kommt drauf an, welchen Akku und was du für ein bisschen so reingebaut hast. In dem steckt auch ein bisschen mehr Kohle, als ich zugeben möchte oder als ich meiner Frau sagen würde. Dreistellig? Vierstellig. Ja. Okay. Aber wie gesagt, das Ding, mit dem Ding fährst du in den Skatepark. Okay, krass. Also, mit dem Ding fährst du, je nachdem, ich kann Reifen raufbauen, das wollte ich dir mal zeigen, da solltest du, ich kann Reifen raufsetzen, damit fährst du über den See. Lass uns das doch mal für einen Vlog machen, dass wir mit dem Ding ins Skateboard fahren und dann Attacke. Ja. Also du fährst mit dem Ding legit übers Wasser, die Karre ist fucking Jesus. Krass. Können wir JP auf das Ding raufschnallen? Der macht er noch ein JP, Video dazu. Das schnellste Mobilauto, in dem ich hier saß. Ich würde Geld wetten, dass JP einen Traxxas hat. Ja, das kann gut sein, ja. 100 pro. Ja, bestimmt. Wo ich angefangen habe, waren es 100. Nur Tamiya, ne? Kiosche gibt es nichts mehr? Wenig. Im Competition-Bereich was Ausgesuchtes. Ja, das ist wichtig hier. Sonst hört man dich nicht. Ja, alles gut. Okay, gut. Ich danke dir fürs Schauen. Wir ziehen weiter. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Tschüssi. Ciao. Viel Spaß. Ist ein ganz, 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 ganz toller Mann. Ja? Ja. Als Junge bei dem eingekauft schon früher? Ja. Oder? Krass. Ein ganz toller Mann mit einem sehr, finde ich, sehr schönen Feingefühl. Also, ja, muss ich sagen. So, jetzt sind wir hier im Eisenbahnbereich. Das ist nicht meine Welt. War nie. Eisenbahn? Merklied und so, nee. Aber der Andrang ist aber am größten. Ja, ja, na klar. Aber die stellen sich der größte an. Bereich. Weißt du, was noch fast noch krasser ist als Modellbau-Eisenbahn. Auch riesen Sammlerfreunde. Miniatur-LKWs. Auch ein Riesending. Weißt du, diese Sammel-LKWs. Kennst du das? Die es zum Teil von so Bierfirmen und so auch gibt. Die dann aber auch, die bleiben ja auch in der Packung und kommen dann so an die Wand. Ist auch richtig wild, Alter. Ja, ja. So viel mehr Leute, als du denkst, die das geil finden. Ja, ja. Das ist krass. Warte mal eben. Ich habe eine kleine Frage. Warum stellen sich die Leute denn an? Weil die hier wahrscheinlich was Besonderes bekommen. Ach, sie wissen es gar nicht, warum sie hier stehen? Ich weiß, warum ich hier stehe. Okay. Ich meine anders. Okay, aber man kann was kaufen? Man kann hier was kaufen. Es gibt auch ein Messemodell. Ach so, und welches ist das? Jedes Jahr unterschiedlich. Aber Märklin hat es einfach verstanden, ne? Stand jetzt vor diesem Hersteller. Was? Und du Märklin hat, deswegen sind die so groß. Die haben das Game verstanden. Dass sie sagen, ey, hier, Messemodell, gibt's nur hier exklusiv. Das ist einfach auch gigasmart. Auf der Messe. Toll. Finde ich gut. Danke sehr. Und Leute, heute ist der erste Messetag, ne? Ja. Und wir haben Donnerstag. Das darf man auch nicht vergessen. Nee. Es ist echt rappelvoll hier. Aber die Messeinteresse ist ja schon groß geworden in Deutschland, ne? Ey, heute Morgen haben wir gedacht, ey, vielleicht ist ja komplett tote Hose hier. Wir dachten hier, wie heißt mal die Sängerin hier? Helene Fischer sei noch da. Nee, was schön. Ich muss sagen, mich hat es schon als Kind etwas fasziniert. Das ist gar nicht meine Welt. Es gibt geile, geile Sachen miniaturmäßig. Gibt es wirklich. Gerade hier in Berlin diese Miniaturwelt. Krass. Beeindruckend. Liebe zum Detail. Brutal. So viel zu entdecken. Da kannst du den ganzen Tag drin sein. Denkst dir so überall kleine Details und so viel Liebe. Und die Menschen allein, wie die positioniert sind, was sie miteinander machen. Und so kleine Situationen, wo du lachen kannst und denkst dir so, haha, guck mal hier, kleines Easter Egg gefunden und so. Da gibt's richtig das geil richtig. Sachen. Da geht's ja aber auch wieder um die Welt und um die Dioramen. Ich muss wirklich sagen, was der Punkt als solcher, der mir gar nichts gibt,
sind Züge. Ach stimmt, ich meine das Miniaturwunderland in Hamburg, entschuldigt bitte, nicht Berlin. Ja, ja, Züge, ja. Züge, ja, bin ich bei dir, finde ich auch nicht so spannend. Modellbauer, der hat da so einen ganzen Garten überall so. Die Welt, wo die da durchfahren, ist fantastisch. Das fand ich immer sehr cool und ich habe mich immer nie getraut, zu dem zu gehen und mal zu fragen, ob ich jetzt genau angucken kann. Würdest du dich heute auch nicht trauen? Ja. Doch, heute nicht. Ich finde ja immer so krass, dann bauen die ja in diese Dinger rein, wie so ein Pärchen zum Beispiel Liebe macht. Das ganz oft. Ja, das stimmt. Wirklich. Ja, ja. Ach hier, guck mal, das sind kleine Menschen. So im Wald oder so, weißt du? Ja. Das da liebe ich halt. Das ist der geile Scheiß. Ah, da ist der kleine Storys erzählen. Ja. Finde ich super. Oh. Ich würde, wenn ich sowas mache, ich würde richtig abgefahrene Geschichten. Ich würde so ein UFO bauen und einen, der gerade entführt wird oder ja, ja. So ein gerade jemand Cthulhu beschwört. Ja, oder so ein Echsenmensch, der gerade einen häutet oder sowas. So richtig abgedrehte ja, Scheiße. Ja, ja. Oh, den Eingang zur Hohlerde. Ja, sowas, weißt du, das wäre richtig witzig. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Was ist das? Da war ich 11. So lange gibt's sie schon. Ja, Mann, aber daran erinnere ich mich. Das war. Ja, Mann, oh, ist geil. Soll ich was machen? Laluga sagt, es gibt's alles im Miniaturwunderland. Ja, ich weiß, das Miniaturwunderland ist wirklich geil. Einfach so stehen bleiben. Ja. Okay. Wie unangenehm. Bitte sehr, gerne. Das ist auch was Neues. Schnell weg. Ja, ja. Ja. Wo guckst du hin? Da ist überall ein Schild, alle paar Meter. Da. Hi, I'm Susan. I'm a trauma nurse. I'm here to help you after you touch the model trains. Was? Ach so, das ist eine. Ah, im ganz übertragenen Sinne, fass das Ding an und ich hau dir auf die Fresse. Ja, Warnung. Weil Trauma, also stumpfes Trauma. Ja, klar, klar. Durch Gewalteinwirkung, durch Schläge beispielsweise. Ja, es ist spannend. What? Okay, etwas strange, ja. Also, ich glaube, die Drohnen sind da hinten. Ja? Ja, ich glaube. Drohnen? Ja, ich glaube, die Drohung war das. Findest du? Guten Tag. Ich findest du? Ich weiß nicht, ich glaube, das Video ist komisch. Das ist irgendwie auch witzig, aber sogar dadurch, dass es seine Passion ist, wenn er jetzt nur so da gewesen wäre, um darüber zu bullshitten, okay, dann hätten wir es wahrscheinlich ausgemacht, aber dadurch, dass das wirklich seine Passion ist, das macht es spannend. Ja, ich sag ja, es ist irgendwie hypnotisch. Da fliegt was. Ich weiß gar nicht. Ich hab einen Fuß kaputt, aber vor der Tür gerade passiert. Komm, Peter, guck mal. Das beschäftigt ihn auf jeden Fall. Ich hab mir noch nie angeguckt. Was kostet ein Flugzeug? Und das jetzt hier steht, kostet so 40.000 bis 50.000 Euro. Und wenn du die ganz neuen Hobel haben willst, dann kosten die ja, so 150.000 bis 200.000 Euro, bist du schon los. Deswegen ist was ist die Faszination daran? Hä, was ist die Faszination da dran? Digga, du bist mit dem Fallschirm ohne Motor in so einem Ding und das hat nix. Das ist der ultimative Nervenkitzel, Alter. Ja, ich glaube aber auch, es ist die ultimative Ruhe. Ja. Ja, du hörst halt. Also, es ist halt insane einfach alles. Ja. Warum kein... Kein Motor? Ja. Thermik. Nur das fliegen ist schöner. Wenn ich das Ding mit 2, 3, 4, 5 Meter die Sekunde nach oben oder nach unten katapultiert in der Luft. Wie viel G macht man in so einem Ding? Ja, also wenn man aber ganz ehrlich, ich glaube, so ein Sticker, nur fliegen ist schöner, auf einem Segelflugzeug, ist ziemlich Meta. Weil, also, du fliegst ja nicht. So von der Sache her, oder? Gleitest. Ja. Fliegen heißt ja für mich, du könntest losfliegen, also starten. Ja. Kannst du nicht. Ja. Deswegen fände ich den Sticker, nur fliegen ist schöner, auf so einem Gleit, auf so einem Segelflugzeug, echt ziemlich witzig. Ja. Okay, danke für dein Verständnis. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast. Kriegt man schon 3, 4, 5G, das kriegt man schon hin, ja. Wir selber sind jetzt keine Kunstflugpiloten, aber ein Looping haben wir auch schon mal gezogen. Das kann man schon machen. Dafür braucht man, wirklich? Genau, braucht man Spezialberechtigung. Aber generell, wie gesagt, das ist halt schon die das maximale. Ich habe nicht gewusst, dass das geht. Kampfjet geflogen mit ein paar mehr. Vergleichbar. Ja, vergleichbar. Ja, definitiv. Nein, aber was wenn ich jetzt Looping höre, ein Strömungsabriss bei einem nicht angetriebenen Flugzeug, also wie viel Schwung du musst ja richtig Schwung nehmen. Ja. Und wenn du dann oben bist und die Scheiße nicht ausreicht, dann musst du aber echt fliegen können. Ja, da musst du fliegen können. Da solltest du auf jeden Fall einen Stein gemacht haben für.
Und die Dinger gibt es ja auch mit Turbine, ne? Dann kannst du hinten eine Turbine ausklappen, weil du bist ja so ein Turbinenfan. Mhm. Kannst du hinten eine Turbine ausklappen. Es gibt die mit Elektromotor, mit einem ganz normalen Propeller hinten dran. Ja. Also gibt es da 1000 verschiedene Versionen. Wenn du magst, kannst du dich gerne mal reinsetzen. Ich habe echt Schmerzen. Das ist auch schade. Das sieht, das sieht ja, ja, aber das sieht aber auch schon mal aus wie ein Flugzeug. Ja, kannst du gerne mal reingucken. Ne? Kann man hier auch mal anmachen. Ne, Kollisionswarngerät haben wir immer mit dabei. Kollisionswarngerät? Hör mal, 300 km/h plus 300 km/h gleich. Aua. Aber es macht schon sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ne? Weißt du, wie wir bremsen? Ihr habt, glaube ich, so Aufschubbremsen, ne? Genau. Darf man nicht vergessen, das Ding hat dann 300 km/h drauf. Nee, die kenne ich, die kenne ich. Die kennst du. Die kenne ich nämlich aus dem Modellbau. Okay, cool. Fliegst du auch Modelle? Früher mal gewollt. Mhm. Aber selbst bei den Modellen sind die nämlich auch dabei. Ja, ja, ja. Das macht auch, wie gesagt, also die Dinger bremsen schon ordentlich. Ja, natürlich. Hoch. Kann man das Flugzeug ja noch seitlich reinstellen. Ja? Wie langsam kann man fliegen? Boah, mit den Holzflugzeugen, die haben da einfach nur einen. Also mit dem Ding hier, warte, sag ich dir sofort. Also 80, 85 schaffst du schon. 85 km/h. Mhm. Und gesagt, Max ist jetzt gerade an dem Hobel hier. 260 km/h schaffen wir hier maximal mit. Ne? Und die Beschleunigungskräfte, wir haben eine Winde vorne dran, damit werden wir gezogen. Wir haben so knapp einen Kilometer. Auf Taro? Und die Beschleunigung ja von Sinn. 0 auf 100 sind so 2,5 Sekunden. Also so langsam. Was ist das Schnellste, was du bisher gehabt hattest an Beschleunigung im Auto? Das Schnellste, was ich jetzt erlebt habe, waren, glaube ich, 2,1 so. Ja, ja, guck mal, 2,1, guck mal, 2 bis 2,5. Nein, nein, ist gut, nein, nein, war Spaß. Das war ein Spaß. Nein, aber geil, finde ich cool. Ja, wie gesagt, wenn du gerne mal vorbeikommen möchtest, kannst du das auch gerne tun. Wo seid ihr denn? Luftfahrtgruppe Menden, 40 Kilometer. Alle in der Nähe, ne? Ich bin Dortmunder, ich komme von hier. Ja, hast du eine Karte? Ja, klar, natürlich. Da brauche ich einen Rucksack für meine ganzen Karten hier. Echt so. Oder einen Panzerknacker. Jo. Guck mal, hier gibt aber hier einen dicken Max machen hier, guck mal. Hä? Und, hoch! Hoch! Hä? Nicht so tief, Rüdiger! Rüdiger! Da haben wir ein paar Moves drauf, ne? Oh, das sieht echt wild aus. Das gucke ich bei Netflix auch immer. Sieht aus wie ein ferngesteuertes Flugzeug, weil ein Schlaganfall hat. Was ist denn das? Ja. Geil. Hallo. LOL, Mini Battlebots. Ich wusste nicht, dass das gibt. Der Shit. Roboteers. What? Einfach Mini Battlebots, Alter. Du musst ihn umkicken oder zerstören, den anderen. So, oder so umdrehen. Oder? Ja, bis er nicht mehr kann. Krass. Hallo. Das brauchen wir im Büro. Bitte sehr. Gerne. Es ist gruselig leise auf dieser Messe. Ja, oder? Sie denken, das Hubschrauberarbeitsdeck ist dazu da, dass dort Hubschrauber landen. Nein, das können die gar nicht bei Wind und Wetter. Ja, was machen wir, was tun wir so an Nord- und Ostsee? Wenn wir mal die Nordsee kostet betrachten, da so viel Wasser hinzustellen? Guck mal, das ist von Avatar, diese Flugzeuge. Hallo. Oh Gott, den Kindern war das so unangenehm, ne? Ja. Ei. Mit dem legendären Tümmel unterwegs. Legendär! Ihr seid die Geister. Danke sehr. Weißt du, was mir wieder verrückt ist? Wie viele Menschen das gucken. Und ihr glaubt nicht, wie viele Leute dieses Mikro schon kennen. Das ist echt krass. Am Anfang war das so unser Mikro, weil wir gerade nichts anderes hatten. Mhm. Und jetzt wollen die Leute dieses Mikro. Das ist echt so. Wir müssen dem eigentlich auch so einen Namen geben. Ich weiß nicht, was für einen Namen können wir geben? Mhm. Gelbes Mikro. Guck mal. Zeitfallzeit. Boah, wie riesig das ist. Das ist aber auch ein Apparat, ey. Guck mal, Riva. That's what she said. Das sind in echt auch sehr, sehr schöne Boote. 3.700 Euro. Das müsste ein britischer Flugzeugträger sein. Ja. Das sagt der alte Modellbau-Nerd. Denn nur der britische Flugzeugträger hatte diese Rampe am Ende, weil der Harrier, der Senkrechtstarter, nämlich nicht genug, der hat natürlich genug Schubkraft, um senkrecht abzuheben, aber er hat sehr viel Kerosin verbraucht bei dem Start. Und deswegen haben sie diese Rampe gebaut, dass er so leicht abhebt. Ah. So eine Sprungschanze. Du kennst dich aus. Der Modellbau-Nerd. Leute, ist das Mikro an? Mikro ist an, ja. Ey Leute, wir stehen hier gerade im Eingangsbereich. Alle Menschen, die reinkommen, haben graue Haare. Kann man da reinzoomen? Nee, ne? Wird man sehen, denke ich, ja. Aber, ja, sieht man. Aber alle. Oder eine Mütze. Und das ist ein Lego-Lambo. Alter, wie viele Lego-Steine musst du denn haben? Noch größer. Ja, es gibt Originalgröße.
So, das war die Modellbaumesse 2023. Wir hatten sehr viel Spaß, oder Peter? Weniger als man so denkt. Wir haben sehr viele Karten mitgenommen, wir haben sehr viele interessante Leute kennengelernt. Ich muss ja zugeben, es ist ja schon mein Hobby, ne? Aber es ist auch eine Mischung aus geschlossenen Rucksäcken vorne, Schweißgeruch und grauen Haaren. Das muss ich ehrlich so wiedergeben. Jetzt weiß ich aber auch, warum Rucksäcke diese Funktion vorne haben. Und die muss man vorne... Hi, Bernd. Nee, Lothar. Nachvollziehen, dass so ein Bagger 7.000 kostet. Okay. Ich bin JP, du hinterlässt uns mit einem doch seltsamen Gefühl. Von Verwunderung. Ja, in der Tat. Aber ich habe jetzt auch das Gefühl, ich muss niemals auf so eine Messe gehen. Ja, Gefühl habe ich nämlich auch. Freunde. Oder man muss deutlich mehr machen. Freunde, wenn ihr bis heute JPs Videos noch nicht gesehen habt, in denen er ein Jet geflogen ist, wir haben die Reacts dazu auf unserem Kanal. Wenn ihr die sehen wollt, schaltet mal rein. Bis gleich.